Shall we begin? Let's begin. Hallo alle miteinander, herzlich willkommen zum ersten Teil von Arma 3. Ja, Arma 3 ist das, genau. Epoch. Wir sind bei Epoch und wir wollen uns das heute mal ein bisschen angucken. Hier, das müsste entweder er hier oder er hier, müsste Lockfield und Zerlix sein. Wir sind hier wieder auf Chernarus.de. Von daher, ich bin genauso nackig wie die auch. Schönen guten Tag, Herr Quattro. Ja, schönen guten Tag, da ist er ja, siehste. Jetzt muss ich erstmal wieder rausfinden, wie hat man denn hier gesprochen? Spricht man so? Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Nee, nicht wirklich. Jetzt muss ich erstmal wieder rausfinden, wie man hier spricht. Aber das war, glaube ich, schon nicht schlecht, nur im Gruppenkanal. Wie war denn das nochmal? Shit! Ich weiß nicht mehr, wie ich das ändere. Wie ist mir denn vom Gruppenkanal auf den normalen Kanal? Ins andere, shit. Ich kann's auch TeamSpeak? Nicht sagen. Dann können wir das wenigstens da schon mal klären. Und dann gucken wir mal weiter. So, ich bin jetzt mal hier. Wie ist denn nochmal das blöde Kürzel, um den Chat zu wechseln? Komma. Komma und Punkt. Komma und Punkt? Oh. Ja. Nein, ich will nicht. Da kannst du hin und her switchen. Dann müsste das ja so auch funktionieren, ne? Ja, jetzt höre ich dich wohl doppelt, aber es funktioniert genau. Richtig, ja. Okay, ich hoffe, dass ich meine ganze Tastatur hier einigermaßen so... Was ist das hier eigentlich? Hallo, das ist das Jahr 2035, Quattro. Das sieht ach was? Ach was? Wir sind in der Zukunft und da gibt's nur noch ein Zelt, wo man sich irgendwie in irgendwelche Truhen reinhängen kann, in irgendwelche... Nee, das ist Chernarus. Ach, das mit. Hier ist Chernarus. Ich hab's ganz anders in Erinnerung. Nee. Hier hinten ist das Airfield. Siehst du? Guckst mal hier. Das Airfield. Irgendwie war doch auch hier was mit Laufen, oder? Wie ging das? Ah. Okay. Hier ist das Airfield. Das ist ja schön. Ja, das ist schön. Hier raus, oder was? Ich weiß nicht. Wir machen es einfach. Wir gehen einfach mal alle durch das gleiche Loch und schwupp. Schauen wir mal. Ja, Freunde. Ja. Das sieht mir nach. Hier unten ist eine Straße. Genau. Ja, Steri. Hier redet jemand. Hier ist jemand. Ach, wir sind wahrscheinlich beim Trailer. Kann das sein? Hier sind wir knapp unterhalb vom Trailer eigentlich. Ja, hier oben müsste der Trailer sein. Hier in der Halle. In der Halle ist der Trailer, ja. Oh, tatsächlich. Da ist auch ein altes Schrottauto. Ja, aber das bringt ja alles nichts, ne? Wir brauchen ja erstmal ein bisschen was an Material, oder? Oder nicht? Erstmal was zum Anziehen, oder? Also, doch mir nackig rum. Ja, wo willst du das? Musst du erstmal was suchen. Jetzt müssen wir mal rüber in die ins Dorf da über, oder? Ja, dann komm. Ich brauche jetzt mal ein Auto oder irgend sowas, glaube ich. Was
was denn eigentlich hier mit den ganzen Häusern? Sind die zu öffnen oder nicht, oder wie? Durch die Overpoch-Mod sind ja einige dazu gekommen, ne? Ich weiß nicht, ob jetzt hier auch noch welche dazu gekommen sind. Ist hier in dem gelben Haus schon jemand drin? Ich bin da gerade drin, aber hier ist nichts. Gut, weiter gucken. Looten müsst ihr da die Sessel und so durchsuchen, gell? Wenn ich sehe gerade hier, ich habe ein... was ist denn das hier? Ist das ein Kühlschrank oder ist das ein Safe? Hier war schon jemand, hier ist ja alles auf. Wenn er jetzt vor dem Ding steht und geht, drückt, dann geht das Inventar, aber da ist nichts mehr drin. Okay. Hier war schon jemand. War schon. Das ist schlecht. Ist gut. Da unten ist dieses komische Polizei-Office-Gebäude gedöns. Ah, warte, hier Kürbisse. Kann man damit was machen? Nee. Leider nicht. Ja, braucht man, glaube ich, das doch, Messer doch, für, doch, ne? Doch, da geht was. Geh. Aber ich konnte nichts aufsammeln. Warte, ich höre. Ich habe auch gerade was gehört. Was war das? Die Drohne, ne? Nee, es hat sich eher angehört wie ein Zombie, wenn du mich fragst. Ja, für mich aber auch. Weg hier. Ja, genau. Da kommt einer. Der sieht irgendwie. Da, der läuft. Ne, der läuft weg. In die Richtung, die ich guck. Der hat keine Arme. Ey! Komm mal ran! Oh, der kommt tatsächlich, komm weg hier. Scheiße. Recht. Oh je. Telefon auch noch. Jetzt ist alles aus. Oh, in 5 Minuten muss ich ganz kurz nach unten. Aber das passt. Ich glaube nicht, dass wir länger als 5 Minuten noch überleben können. Labern nicht so einen Käse. Natürlich überleben wir. Wo seid ihr? Hauptstraße, ja. Hier, lass mal das rote Gebäude rein, da ist bestimmt was drin. Schule? Nüscht. Ich drück hier wie wild G, aber... Wenn du da vorm Sessel oder irgend sowas steht, musst du erst mittlere Maustaste. Das Search okay. Und dann G. Okay. Ich habe Flasch Whisky gefunden. Voll. Ja, komm, dann Scheiß drauf, dann lass, komm, wir setzen uns hier hin, gutes. So, ja, hier nicht viel, hä? Oder? Nee. Nicht wirklich. Sogar der Brunnen ist leer, ne? Weißt du Bescheid. Gut, wenn wir hier vorne weiterlaufen, vorne müsste man eigentlich nach... Moment mal, hier haben wir auch noch ein Häuschen, da gucke ich jetzt mal ganz schnell rein, Moment. Ja, ich glaube, ich habe hier auch noch was. War hier nicht auch was mit rein? Nein. Da habe ich euch noch gesehen hier. Da hinten. Bist du die Straße einfach weiterlaufen? Wer lügt denn da? Kriegt ihr da an dem Haus da gerade einer von euch? Ich bin hier an dem Haus, vor der Tür.
vor der Tür und kriechen. Ja, von hier kommen wir, ne? Ja, aber wenn wir die Straße weiter, kommen wir nach Novi. Das würde, glaube ich, mehr Sinn machen, oder? Hier vorne, oder? Links rum. Einfach der Straße weiter folgen, genau. Oh, warte mal, das ist doch gar nicht Starry. Nee, das ist südlich. Das ist nicht Starry, das ist hier, wie heißt es? Wir sind ganz im Süden, wir sind in der Nähe von Bohr, oder was das ist. Ja, hier bei Loder die Ecke. Kobobka, irgendwas. Könnt ihr die Markierung auf die Map setzen? Dann können wir es ja. Map? Haben wir schon eine Map oder was? Oh, tatsächlich. Siehst du, boah, ich bin so gut. Ich hab's. Koslovka sind wir, ja. Cool. 72 Meter davon habe ich gepinkt. Aber ich höre gerade schon irgendwie so Viecher. Ja, wir können ja mal nach Tscherno rein, oder? Ja, das ist eigentlich. Was sind denn diese braunen. Was sind diese braunen Punkte? Hört sich eigentlich. Händler. Ach, das sind Händler. Wo seid ihr? Ach, da. Ja, dann. Hier. Ja, laufen wir mal nach Tscherno rein, ne? Tscherno, grob die Richtung. 2,8 ja. Kilometer. Oh. Oh, oh. Irgendwas ist hier am Knurren. Entweder knurrt irgendjemand im Magen extrem. Ja, das könnte meiner sein. Lauf ihr nach dem. Barfuß und unerwäscht. Aber Hauptsache so ein schöner Gürteltasche dabei, gell? Ja, irgendwo musst du doch dein Kram hinstellen. Konnte man nicht irgendwie hier auch die Außenansicht? Ging das nicht? Ja, Enter. Hab ich wohl irgendwie umgestellt. Okay. Versuch mal das Enter von den Num-Tasten. Doch, tatsächlich. Da bin ich. Okay. Ah, das wackelt nicht mehr so. Hä? Ist besser. Direkt besser. Ja, das kannst du auch ausschalten, ne? Dieses Kopfgewackel. Ja, ja, ich weiß. Das hat mir nicht mehr drin, wie schnell sowas draußen ist, gell? Ist unglaublich. Unbelievable. Wie war denn das nochmal? Schnell sowas draußen ist? Was meinst du? Ja, die Tastaturbelegung und so, weißt du? Ach so. Wie schnell du das nicht mehr am Schirm hast. Ja, gut. Was, Map? Map. Okay, also meine Ausdauer ist auf 0, aber ich kann trotzdem weiterlaufen. Weiterlaufen, ja, genau. Wo siehst du das? Achso, da unten. Aber irgendwie, wenn du jetzt die Knarre ansetzt, ist alles aus. Da kannst du nicht mehr zielen. Aber das ist mal eine coole Idee, oder? Die Anzeigeliste-Leiste einfach da unten hinzumachen, ne? Ich finde, die stört da unten beim Schatten. Nicht so hoch. Ganz oben meinst du das natürlich auch, ja. Ja. Ja, aber besser als hier links oder rechts hier so als Overlay, das ist ja. Ja, klar, okay, das ist schon richtig. Da unten, also ich weiß nicht, wenn das Schattfenster aufmacht, hängt die Leiste genau da drin, da siehst du halt nicht, was du schreibst. Das ist jedenfalls bei mir so, keine Ahnung. Ja, Tatsache.
Wie hast du das denn jetzt gemacht, dass er da irgendwie dich geduckt hat, das eben? Was denn? Du bist bei mir eben so nach vorne gebeugt gelaufen, gesprintet. Keine Ahnung, hab nix anders gemacht. Okay. Kannst du nicht mithalten, ne? Da kann ich nicht mithalten, ne? Im Weglauf bist du der Größte, da kann man sagen, was du willst. Jut. Oh, hier, warte. Hier, mal hier Aussicht genießen. Ich muss jetzt auch mal eben ganz kurz nach unten. Ja, dann lass uns hier einen Moment warten, bevor wir. Da gehen wir lieber zusammen da runter, oder? Ja, setzen wir uns hin hier in der Runde. Oh ne, das war salutieren, das wollen wir nicht. So. Schön im Busch, ne? Super. Ah, Zerdix läuft bald, kein Problem. Ah, ich will mal hier gucken, hier vorne. Na gut, ich bin sofort wieder da, 5 Minütchen. Ah, klar. Bis gleich. Gut, dann machen wir mal einen Moment Pause. Ach, was ist denn los? Ich bin wieder da. Das ist schön. So, und wie sieht das Gras hier komisch aus? Also, Quattro auch schon gesagt. Ja, doppelt. So doppelt, als wenn es 3D genau angestellt wäre. User joined your channel. Wen haben wir denn? Phony? Phony, wir sind in der Aufnahme. Nur zur Info, kommst du auch auf Cernarus oder hast du das noch nicht installiert? Phony? Ja, mit der Aufnahme hast du ihn jetzt, glaube ich, verschreckt. Jetzt sagt er nichts mehr. Nein, ist doch nichts mehr. Gedacht, ich komme in einer halben Stunde nach. Also, alles klar. Ja, Jungs. Das hört sich doch gut an. Was wollte ich? Ach, laufen wollte ich. Sollen wir mal da rein, Richtung Stadt? Ja, komm hoch, Mann. Wer ist denn das hier vorne, der Blattkopf? Das erzähle ich. Also. Aber die Kabel, die hängen hier ganz schön tief. Da habe ich so aber nicht in Erinnerung hier. Können sie dranhängen? Seht ihr euren Charakter eigentlich eher so von rechts oder eher von links? Eher von links, also der steht nicht in der Mitte, der steht mehr links, meinst du? Der steht mehr links, du so. Siehst ihn eher von rechts, ja, genau. So rum. Ja? Genau, ich sehe ihn eher von rechts, genau, er steht weiter links, aber das ist doch irgendwie komisch, oder? Ist das nicht genau andersrum sein? Keine Ahnung. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich hier irgendwie diesen Linkshänder-Modus oder so anhabe. Wie wirkt das komisch? Das irritiert mich. Oje, oje, oje. Da jetzt irgendwo einer liegt. Meinst du, die knallen uns ab? Ja, klar knallen die uns ab. Ich meine, okay, wir laufen hier in der Badehose rum. Ich meine, vielleicht lassen sie es auch, weil wir haben ja eh noch nichts. Wer ist denn hier überhaupt drauf auf dem Server? Kann ich. Was hatten wir eben gesagt? Kambise? Wie kann ich das denn nachgucken nochmal? Unter M, warte mal, okay. M. T, T, T. P. P. Paula. Paula. Syntech. Syntech und Kambise, die tun uns nichts. Ich habe hier schon irgendjemand. Hier schläft entweder. Also hier schnarcht entweder jemand oder hier ist schon wieder so ein Schuh. Ich höre nichts. Komm doch mal weiter jetzt. Hier. Ein bisschen Grundausrüstung kriegen, weißt du? Wir sind schon wieder 25 Minuten unterwegs, weißt du? Haben noch nicht einmal ein Hemd haben wir gefunden. Geschweige denn eine Hose. Oder was zum Ballern. Aber bis auf die Charaktere ist das jetzt eigentlich grafisch jetzt aber nicht anders als Arma 2, oder? Täuscht das? Es täuscht aber auch, glaube ich, ein bisschen, oder? Doch, die Grafik ist schon ein bisschen besser, also Arma 3 war definitiv, meines Erachtens war das besser. Oh, ich hab was gefunden. Oh, was haben wir denn? Was haben wir denn hier? G oder was? Muss ich G drücken oder was?
Ja, irgendwie davor Search, sagte der. Hier mit der mittleren Maustaste. Halt. Maustaste. Ich hatte aufgemacht. Und dann G. Und dann G, ne? Und jetzt sucht ihr jetzt. G, wie guckt das? Oh, ich hab eine Minigranate. Search? Die kann ich allerdings nicht mitnehmen, weil ich. Und dann I oder was? G, Gustav. Ah ja, G und dann I. Nee, mit I. Das hast du bei dir anders gestellt, Felix, glaube ich. Aber standardmäßig ist das, glaube ich, auf I. Aber ich glaube, jetzt kommt eine Drohne, oder? Kommt eine Drohne? Ja. Ich höre irgendwas. Ja, weg. Die verstecken, oder? Ja, hier im Haus verstecken. Ah ja, komm, wenn die hier nicht reinkommt, dann würde ich mich im Haus verstecken, ja. Warten, bis die weg ist. Nicht am Fenster gucken, hinlegen. Ich mach die Tür zu. Hilfe, die verfolgt mich. Wo ist sie denn? Ich sehe sie gar nicht. Ich höre sie. Ah, da ist er. Oder? Du siehst es, ne? Nee, Quark, nee, das ist sie nicht. Also irgendwo muss es sein, und zwar... Genau über uns. Genau über uns, ja. Wo bist du, Zalix? Ich bin ein bisschen weiter weg in der Stadt drinne. Hörst du die auch? Ja, ich sehe die. Die hängt über eurem Haus rum. Das ist super. Und geht dann, fliegt auch nicht weg, hä? Fliegt auch nicht weg. Nee. Und so auf Deutsch gesagt, wir müssen hier doch raus. Moment, ich habe hier eine Granate. Wie kann ich die denn nehmen? Ah, die habe ich jetzt in meine Tasche getan. Vermutlich kommen gleich die NPCs. Ja, genau. Wir müssen hier weg. Komm, raus hier. Steh doch auf. Dann wo denn rein? Ins Krankenhaus? Krankenhaus ist ein guter Ort, oder? Das ist gar kein Scheiße! Oh! Da oben fliegt sie. Wo? Rechts von uns, rechts von uns. Da oben. Siehst du sie? Nee, ich seh... Hinter dem Baum, Alter. Jetzt kommt sie! Ja, ich seh sie. Weg, komm! Das ist ja cool. Wie kann ich die Granate jetzt sehen? Sag das nochmal. Maus hat er nicht, ne? Der Granate, dass ihr nichts anfangen könnt. Wo seid ihr jetzt? Ach, ich treff das Teil doch. Außerhalb der Stadt, und zwar Richtung Fabrik. Sagt ihr das was? Tankstelle, Fabrik? Wir sind in die andere Richtung, glaube ich. Richtung Osten. Komm, dann laufen wir Richtung Fabrik rüber, oder? Mr. Lokefield? Ja, Where are you? Wo bist du? Ich bin bei der Nähe der Drohne noch. Ja, ich höre sie auch noch, aber ich laufe jetzt mal hier drüber. Fabrik. Du weißt, wo die Fabrik ist, ne? Da hat es doch schon viele schöne Let's Plays. Oh, shit. Wo läufst du hin, Kollege? Lauf doch. Lauf. Wie kann ich springen? Tau. Also wenn ihr hier ein Wahnsinniges durch die Gegend irren seht, das bin ich, ne? Ich glaube, wir haben die Drohne abgehängt. Außer du bist immer noch bei der Drohne, dann hat sie dich... Also hier vorne läuft einer mit Badehose, das bist okay. Du, ja? Ich bin kurz vor der Fabrik. Gut, okay, wo bist du, Lockfield? Kurz vor der Fabrik, beim Kran. Ja, da in die Fabrik gehen wir am besten erstmal rein. Beim Kran? Wo ist der Kran? Ja, bei der Fabrik, da ist so ein Kran, so ein gelber. Na komm, dann müssen wir hier vor. Ich hab keine Ahnung. Hula. Ich sehe keinen gelben Kran, wenn ich ganz ehrlich bin, aber ich weiß, welchen du meinst. Ich weiß nur nicht mehr, wo der ist. Ganz, ganz links, also schön. Warte, ich kann dir das auf der Karte sagen. Ja, genau, mach doch mal. Ich mach da mal einen Punkt hin, ja. Kann man das hier nicht kleiner machen, das Raster? Ah, jetzt. Und zwar bei 72, 122 bin ich, glaube ich. Da hinten ist Loot. Wo ist Loot?
Hier üben ist auch... Ja, wir werden uns schon gleich finden. Ich bin jetzt in der Nähe vom Krankenhaus. In der Nähe vom Krankenhaus? Ja, im Industriegebiet. Ist doch ein Krankenhaus. Achso, Industriegebiet. Alles klar. Nee, dann komme ich da hin. Das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Die Drohne ist auf jeden Fall bei mir. Es fängt an zu regnen. Das finde ich ziemlich cool. Wie, die Drohne ist bei dir? Ja, bin ich wieder gefangen. Es regnet. Ich warte auf dich und es regnet. Du bist jetzt also Krankenhaus, dann komme ich da jetzt nämlich hin. Ja, dann komm mal hierher. Hier in dieses Gebäude kommt man ja gar nicht rein. Das können wir schon mal gerade vergessen. Ach, das ist nicht zugänglich, das Krankenhaus, ne? Hallo? Hallo? Siehst du mich? Nee. Wer hätte sein können? Ich laufe mal ins Krankenhaus rum. Ah, kommt man von oben irgendwie ins Krankenhaus rein? Nee, das ist nur Standalone. Ich bin am Krankenhaus. Also ich glaube, man kann die Scheibe kaputt hauen, oder? Hier nee, das geht alles nicht. Die äußere kannst du nicht kaputt. Oh, jetzt habe ich wieder die scheiß Drohne am Arsch, glaube ich. Aber ihr seid anscheinend bei einem anderen Krankenhaus. Also wer steht denn hier neben mir? Also das betroffen. Naja, das bin ich. Wir sind zusammen hier. Na, ist okay. Bleib mal ruhig. Schnell mal kurz rüber in die Schule rein. Ich bringe quasi jetzt einfach nur euch die Drohne mit. Müsst euch keine Gedanken mehr machen. Die ist gleich bei euch. Okay. Wenn ich hier eine Knarre finden würde, würde ich sie kaputt machen. Würde ich sie direkt abballern. Search, machst du mal. Ich hab ne Waffe. Keine Munition. Von wegen. Mehr wie Munition hab ich. So, ich hab erstmal eine Schützenmütze. Dann hab ich. Da läuft gerade die Straße entlang. So, hier rein und das auch da rein. Oh, scheiße, aber die Waffe hat keinen Lauf. Lauf, wir brauchen einen Lauf. Schieße ohne Lauf. Ups. Das ist ein Schalldämpfer, was du meinst jetzt, oder? Wahrscheinlich. Der ist in dem Backsteinhaus, glaube ich, da in der Schulrechte okay. Oder so. Ja, lass mal eben rein, weil die Drohne ist über uns, die hat uns wieder. Lass mal schnell da hinten hin. Wo ist sie? Über uns. Wo ist sie? Ich sehe sie nicht. Zwei. Direkt über uns. Das ist zwei. Oh Gott. Patron, schieß ab! Schieß ab, haut ab, lauf! Jetzt kommen. So, das war die erste. Ja, das noch mal eine, ne? Wo? Rechts, genau, da in die Richtung. Nein. Ab. Feuerwehr. War schön, dich kennengelernt zu haben. Achso, da kommen gleich NPCs. Hebt den Muni auf. Scheiße, ich hab keine mehr. Warte, ich hab eine Schüsse. Wo seid ihr? Hier, das ist ein Feuerwehr. Hier siehst du, wenn du rausguckst, direkt da hinten am Ende der Straße. Feuerwehr? Soll ich dich einsammeln? Soll ich dich holen gehen? Der Regen gefällt mir ja wirklich gut. Ich geh dich holen. Ich komm nicht holen. So. Bleib einfach da, wo du gerade bist. Oh nein. Sonne über mir. Also ganz offensichtlich ist das hier Hülsenmagazin Kavali- Kaliber 6,5 39 mm. Katiba MK20. Ach, was weiß ich. Ja, ich hab mit den Waffen und den Munitionen habe ich noch nicht wirklich einen Überblick. Also damit, das Ding habe ich jetzt mal komplett verschossen hier. Da ist schon mal was. Bist du noch in dem roten Haus? Ich bin am roten Haus, ja. Ja, dann. In dem Feuerwehrhaus ist oben noch eine Waffe drin. Ja. Die holen wir uns jetzt. Ich laufe gerade ums rote Haus rum. Wo bist du denn? Ich weiß es nicht. Hier, okay. Okay, dann folge mir.
Ah, da hinten, okay. Waffe einstecken konnte man auch irgendwie, gell? Ja. Steuerung, irgendwas? Doppelsteuerung oder so? Was haben die denn nochmal gesagt, Zerlix, da bei Altis? Die Waffe einstecken, N? N? Ich glaube, das sind nur mit Halfter irgendwie. Ach ja, stimmt. Da war was. Habt ihr die Drohne noch bei euch oder was? Nee. Guck mal, Zerlix hat hier Klamotten müssen. Habe ich gefunden. Hier in oben in, hier hoch oben zum Waffenschirm. Sind noch eine mindestens. Und ganz oben war ich noch nicht. In den Schränken dann wieder, oder was? Ja, in eine von den Schränken. Ich glaube, ich habe eine Granate geworfen, ich fasse es nicht. Was hast du? Ist euch was passiert? Nee, nichts passiert. Alles gut, alles cool. Und zwar G ist gefährlich, ne? Mit G wirft man Sachen, die man hat. Ich hatte eine Granate im Inventar, also habe ich gerade mit G. Achtung, Drohne! Achtung, Drohne, ja. Wer ist denn hier grün? Grün. Grüne Klamotten habe ich gefunden. Wo seid ihr? Ein Overall. Geh mal da hoch, guck mal, ist da oben noch was? Ja. Ne, hier oben ist nichts mehr. Hast du keine Munition oder? Nee. Ich kann meine auch nicht wissen, ich hab nur eine. Hier unten ist auch noch eine Waffe mit Munition im Schrank, ganz okay. Unten. Okay. Und draußen über uns ist eine Drohne. Die kriegen wir jetzt hier. Boah, ich bin so ein schlechter Schütze. Ich auch, ich hab da auch schon dreimal drauf geschossen. Ich hab da eben Gott weiß wie oft drauf geschossen, da ging gar nichts. Was ist denn besser? Ist da 5,56 oder MK20? EGLM 5,56. Ich schaff's. Na komm, dann nehmen wir die. Fertig. Soll die ja doch jetzt zum Laden sein. Wieso lädt der denn nicht? Scheiße. Hast du das in deinen Magazinslot eingetan? Magazinslot? Ja, du musst das Magazin auch in den... Das höre ich nicht schon wieder. Ja, richtig. Habe ich ein Auto, oder? Nee, das war mein... Da. 5,56 ist doch richtig. Wieso lädt er das nicht? Du musst das Magazin da reinziehen, ne? Unter deiner Waffe, ganz rechts hast du doch einen Slot. Für ja, da ist auch ein Magazin drin. Patronen 30 eingesetzt. Ja, dann ist es gut. Okay, dann ist es geladen. Ja. Und ansonsten einfach R drücken, wenn du nicht. Ne? Ja, der lädt hier nicht mehr nach. Doch, das macht er, wenn du die Muni hast, macht er. Wenn du noch ein Magazin zusätzlich hast, ja. Aber wenn du nur ein Magazin hast, dann macht das nicht. Okay. Was ist denn hier mit der Anzeige, dem Helm? Left, Shift und P. Warte mal. Das ist von dem Addon, das ist der Overall. Oh, okay. Schließen, Hammer. Gut, alles klar. Da vorne ist ein Supermarkt und hier das Gebäude mal rein. Ne? Ja. Ich bin mal am Supermarkt. Ich gehe hier bei Zerlix rein. Da oben auf dem Schrank kommt mir da dran. Hast du das? Bestimmt. Bin da irgendwie nicht dran. Du musst Ego-Perspektive, dann kommst du ran. Da ist eine Pistole drin. Ich nehme die einfach mal als Ersatz. Können wir ja immer mal gebrauchen. Elektronische Komponenten, Salvage Metal. Sollen wir sowas erstmal mitnehmen oder erstmal nicht? Ich nehme es mal einfach mit. Ja. Ich habe auch alles mitgenommen. Wenn es dunkel wird, dann wissen wir auf jeden Fall, was
Falls nichts drin wäre, Fahrleere, Marmeladenglas oder was. Ein bisschen super nass, was drauf. Mhm. Hier noch kein Auto hier rumsteht irgendwo. Hier da draußen steht noch ein Sessel. Oh, cool. Ich habe eine Fahrzeugmine gefunden. Antipersonenmine und eine Antipersonensplittermine. Ja. Ich nehme die einfach mal mit, ja? Wow. Ich habe ja schon Lust. Moni, MXSW, kann man die mitnehmen? 6,500 Gurtkette. Komm, die will ich haben. Paint Can. Die MK20 hat aber jetzt noch die Knarre da drin, die Muni da drin. Das ist doch auch scheiße. Was habe ich denn da jetzt noch? Eins habe ich hier noch. Das sind 100. Und bei dem anderen sind es nur 30. Dann nehme ich, lasse ich die eine Waffe hier drin liegen. Jetzt ist hier, sind hier lauter, was ist denn jetzt los? Okay. Jetzt war das ganze Bild mit so komischen Sturzhelmen voll. Das ist dann aber wieder weggegangen jetzt. Ganz merkwürdig. Also ich habe ein paar Granaten einstecken, habe ein bisschen was gefunden jetzt hier. Wo seid ihr denn jetzt eigentlich? Wir sind noch in der, hier ist noch was. Was ist denn hier? Leuchtstab. Nehmen wir da mal mit. Ich nehme mal alles mit. Supermarkt noch, ne? Leuchtmunition habe ich. Gut. Soweit so gut, oder was? Soweit so gut. Sessel. Ja, den, die Sessel musst du auch immer durchsuchen. Da lag eben gerade, was lag denn da drin? Irgendwas lag da drin. Irgendwas habe ich da eben gekriegt. Was sagt euer Essen und alles? Alles okay? Also bei mir ist Hunger auf 3107. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich weiß nicht, 3509. Ist das gut oder ist das schlecht? Damage 0, Krypto 0. Surf 1003. Ja, dann habe ich doch 600. Ich habe, glaube ich, was zu trinken da. Honey habe ich gefunden. Money? Honey. Honig. Honig habe ich gefunden und eine Dose Red Bull. Ja, dann hau dir die mal rein oder bewahr die auf, bis der erste Dos bekommt. Ja, so machen wir es. Also wir könnten jetzt hier links nach Balota gehen, ne? Aber da, ja, Waffen sind wir ja. Ja, können wir machen. Vielleicht finden wir da ein Auto. Ja, die Hauptstraße lang, da finden wir bestimmt ein Auto irgendwie oder ein LKW. Ja. Aber ein bisschen versetzt laufen, oder? Haben wir noch das Tech-Gebäude, da könnte man auch mal rein. Vielleicht sind wir da. Ich hatte da die letzte Schicht noch für ihre Butterbrotdosen oder so da gelassen. Ach so. Kann sein. Kann sein, muss man nicht. Muss genau. Nicht sein, kann man mal machen. Einmal okay, zweimal lieber nicht. Oh, warte mal, hier muss ich nochmal rein. Da muss ich gerade nochmal durchgucken hier, ob da was ist. Ist doch bestimmt irgendwas, gibt's doch, hey. Nicht wirklich. Nee. Bist du noch in dem Haus? Ich hab jetzt gepennt. Naja, nee, lauf, ich sehe euch. Also ich gehe mal davon aus, dass ihr das seid. Nee, ihr wart's nicht. Juhu. Ja, also jetzt seitdem es regnet, keine Drohne mehr, ne? Vielleicht hat das ja auch was miteinander irgendwie zu tun. Dass die Dinger bei Regen nicht fliegen.
Das glaube ich nicht. Wieso auch nicht? Die Dinger waren in der Oberkochmod nie offen. Hier sind sie schon nicht mehr offen. Okay. Dann sind die halt zu. Gut. Dann hat sich das erledigt. Dann gehen wir Hauptstraße Richtung Balotte. Jetzt nichts gäbe hier. Warte mal, hier hinten ist noch so ein Schuppe. Boah, wo seid ihr denn jetzt? Ich bin hinter diesem Industriegebäude. Was ist das hier? Wieso geht's hier? Hier ist aber nix. Mülltonnen. Auch nicht. Eine Gasmaske an oder was hast du da? Wer? Ich? So, du hast hier so ein Headset auf dir an, okay? Ja, ja. Headset. Gibt's hier Alex? Ja, gut. Okay. Ah, da kommt man leider auch nicht rein. Nee. Ja, das ist jetzt was, woran die unbedingt arbeiten müssen, dass die ganzen Gebäude mal offen sind. Ja, nee, die gehen auch nicht. Da oben das Häuschen geht aber. Ich laufe mal Richtung Straße, gucken wir nach. Ach, okay. Gehst du da rein, ja? Puh, wenn ich da rein käme. Wie, du kommst denn rein? Ah, ja. Ja, da musst du faul durch. Warte mal, da hinten ist noch ein bisschen was an. Hier ist auch noch was zu looten. Was geht denn hier dauernd? Geht dauernd diese komische Rennding da auf? Sieht mal diesen blöden Overall da auf. Ja, aber solange ich nichts anderes hab. Oh, ich glaube, ich habe einen Cherry Can gefunden. Das ist schon mal sehr geil. Filmen. Komm. Aber nur am Boden, ja, die Scheiße ist, ich kann sie nicht mitnehmen. Ah, doch, geht. Bis da an diesen blauen Dingen. Müll. Ja, genau. Und ja, diese blauen. Hoppala, das war ich, sorry. Was war das? Das war ich, sorry. Bin ein bisschen mit der Tastatur. Ja. Ja, mit der Maus, weißt du? Doppelklick und loslaufen. Kennst du von Arch Age, ja? Also so beide. Weil das sollte man hier nicht machen. Geht nämlich nicht. Verdammt. 100 zum zur Straße, ja? Ja, bin in der Richtung. Ich sehe euch. Ich laufe den nackig rum. Kann ich hier nicht den Rest, den ich hier anhab, nicht auch noch ausziehen? Dass das wenigstens ein bisschen lustiger aussieht, meinst du? Ich laufe hier raus, da hoch hier rum, ich passe. Das ist beim strömenden Regen, gell? Das ist ein bisschen frisch ohne rum, gell? Das geht. Es geht. Es geht. Man fühlt sich eigentlich recht frei. Was ist das? Okay. Ja, schiefe Sandfrage. Oje, da würde jetzt da liegen. Nein. Weißt du jetzt mittlerweile, wie das fertig war? Ja, ich muss mir das einprägen, ne? Du bist klar zu erkennen. Okay, genau. Keine Hose, kein Problem. Ah, da haben wir so ein Schränkchen. Wenn der Murat hier wäre, würde er sofort sagen, ey, wer bist du? Bist du konkret cool, weißt du? Oh, Mann. Ich hab Splitter, ich hab Lust, die irgendwo zu platzieren. Seid ihr jetzt einfach weitergelaufen? Hier ist noch ein Schränkchen. Wie, wir sind weitergelaufen, ich bin doch hinter dir. Boah, guck mal, was hier. Hier. Klamotten. Bedient euch. Essen, Trinken, Waffen. MK18, ABR. Puh, keine Ahnung. Drohne. Oder? Wo? Ne, doch nicht. Mann, ich bin getäuscht. Die Munition. Schalldämpfer, frage ich mich gerade, ob ich den hier irgendwie dran basteln kann. Der passt da wahrscheinlich nicht drauf. Was ist denn mit der Mokka-Cola? Nimm die mal, ne? Wenn jemand Durst hat, soll er schreien. MK18 ABR.
Ich lasse drin, also ich nehme dann lieber die MXSW 6,5mm Maschinengewehr, ist mir lieber. Hat 100 Schuss, da ist ein bisschen mehr Luft. Okay, in welche Richtung laufen wir? Ja, weiter aber los, oder? Straße hier, Richtung Westen. Ja, immer Richtung Westen, aber ich würde sagen, das war der erste Teil von Arma 3 Epoch hier auf Genaros.de. Ja, es würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei wärt und bis dahin macht's gut.